Und ja, schauen wir mal weiter, nicht? So, gehen wir mal. Was war das? Ich kann ja doch mit Tyler reden. Die wollten ja nicht auf dem Klo mit ihm reden, oder? Nee, geht's trotzdem nicht. Das ist natürlich blöd. Okay. Dann gehen wir mal zu den beiden hier. Hab. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Na gut, dann würde ich sagen, wir haben hier alles erledigt. Sieht wenigstens aus. Ja, dann verziehen wir uns doch einfach. Hab, wir wollen ja weiterkommen, ne? So, ab ins Auto und wir fahren. Tyler hat die Autoschlüssel. Mal sehen, wo er steckt. Tyler hat die Autoschlüssel. Tyler, du hast die Autoschlüssel. Yeah. Yeah. Wenn Carla jetzt nicht da ist, können wir das Ding doch anmachen, oder nicht? Ah nein, wir haben ja schon ausgestöpselt. Das funktioniert so nicht. Schade. Okay. Ab. Carla ist wirklich was Besonderes. Sie ist zwar nicht immer einfach, aber bei weitem die fähigste Polizistin, die ich kenne. Wie der lächelt. Oh Gott. Oh Gott. Okay, was haben wir hier noch? Indizien. Hast du was gefunden, Tyler? Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Danke für deine Hilfe, Tyler. Okay, dann gehen wir. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen genau. Wir. Okay, packen wir's. Nicht zu cool. Weg, Carla will auch gehen. Jetzt schnell zum Auto, bevor sie die Meinung ändert. Hauen wir ab, hauen wir ab. Okay, eine Zwischensequenz, glaube ich, kommt jetzt, da sich die Musik etwas verändert hat. Na, schauen wir mal rein. Deiner. Was ist los? Was ist das? Was haben wir da schon gesehen? Was ist das? Quatsch. Ja, ich will nicht doch einmal sehen, wie der pinkelt. Mein Gott. Achso, das hat er nur geträumt. Okay. Ein Albtraum. Es war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich hab niemanden umgebracht. Doch, hast du. Das ist doch alles voller Blut, ey. Es war kein Traum. Es ist wirklich geschehen. Ja, ist es. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Genau, wir gehen einfach so zur Arbeit. Stimmt. Oh. Boah, hast du zu viel gesoffen, ne? Ich hab das Gefühl, als trampelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Kommt davon, aber zu muss ich was tun. Hier war noch irgendwo mal Kopfschmerztabletten, meine ich. Ja, da. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Genau, und wenn wir wirklich mit Alkohol trinken, denn wir haben die Möglichkeit, dann sterben wir. Ziemlich scheiße, ne? Ja, mal Musik anmachen hier. Hey, Sie hören KWL605 und wir schalten um zu Cindy und dem Wetter von heute. Hi Cindy. Hi Peter, mein Rat für den heutigen Tag. Hi Peter, hallo Peter. Na gut, schlafen gehen? Nee, das ist ein Buch. Was ist das? Na, jetzt bist du doch schlafen gegangen. Okay. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Nicht? Wieso? Ich bin eh nicht müde. Sieht aus wie neu. Na gut, die kann man aber wegsträumen oder beziehungsweise etwas verstecken. Damit lassen sich die Blutflecken verdecken, falls jemand hier reinkommen sollte. Ah, ist ja wunderbar. Die Laken wechsle ich später. Das Buch. Was ist das? Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. So oft wie ich das gelesen habe. Boah, lieber nicht, ey. So ein Quatsch kann man doch nicht lesen. Der spinnt doch. Okay. Anziehen gab's. Müsste wahrscheinlich im Schlafzimmer sein. Ich schätze mal irgendwie hier. Jo, ziehen wir uns mal um. Ja, dann zieh dir mal was an, genau, nimm's raus. Ich muss was dagegen tun, dass meine Handgelenke weiter bluten. Die bluten immer noch, du bist immer noch nicht verreckt, ey. Komm, wir haben mal das Fenster zu, ist ziemlich kalt hier. Ah, okay, schauen wir besser. Na, dann gehen wir mal. Okay, da liegt. Na, das Telefon. Hallo?
Lukas, schön, dich zu sprechen. Wer ist das? Hilfe! Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Nein, du schwule Sau! Wie gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ach so. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Eine halbe Stunde? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na gut. Dann gehen wir erstmal irgendwie... Was liegt denn da hinten? Das ist rum. Das geht doch gar nicht. Hat der jetzt... Ich kann fliegen! Nein, Batsch! Oh Gott. Das die muss Sachen, der Kater sein. Hatte. Total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Weg damit, ne? Ach Gott, bist du Waschmaschine damit? Hier machen wir die Tür auf. Ah, hier ist wirklich das Bad. Ist ja auch die Waschmaschine. Jawohl. Na dann. Rein da. Super. Pinkeln müssen wir bestimmt. Also mal hier. Nach dem Aufstehen. Was sein muss, muss sein. Das Vorzelt abbauen müssen wir auch noch, aber naja, egal. Ich habe nichts gesagt. Was haben wir hier drin? Verband. Meine Arme sind blutverschmiert. Ja. Ich dusche zuerst, bevor ich einen Verband anlege. Ach so, erst duschen. Nein! Okay. Okay. Das war abnormal. Aber es geht, ja, passiert schon mal. Er ist nur gestresst. Dann gehen wir erstmal duschen. Hoffentlich taucht da nicht irgendwas auf in der Dusche. Mit Unterhosen in der Dusche, jawohl. Na gut, warm Wasser sehe ich. Wunderbar. So, raus aus der Dusche. Ja, wunderbar. Und in Unterhose wieder raus. So, jetzt aber die Verbände hier anlegen. Es taucht bestimmt gleich wieder irgendwas auf, aber egal. Wusch, wusch, das ist der falsche Arm. Also, oder hast du dich auf beide... vielleicht hat er sich auf beide irgendwas gesetzt. Ja, sieht doch wunderbar aus hier, wie Profi-Kickboxer. Okay, diesmal ist nichts da. Das ist doch schön, jetzt waschen wir uns erstmal. Ich mag Spiegel nicht, da taucht immer irgendwas Komisches auf. Ja, genau, den Verband erstmal nass machen. Okay, sich noch im Spiegel eben betrachten. Genug betrachtet. Raus hier! Und hopp! Phew. Dann würde ich sagen, gehen wir uns erstmal umziehen. So, jetzt zieh dich endlich mal an, Meister hier. Und nicht das gleiche von gestern, sonst, naja. Könnte schlecht aussehen. Ja, das ist zwar das gleiche von gestern, aber egal. Ja, gehen wir uns mal anziehen. Anziehen. Bah! Umschauen, wollte ich sagen. Na, Post. Oje, oje. Ach, mein Kopf! Ich sauf nie wieder. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Auf die Plätze! Oh, das habe ich total verkackt. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. Okay. Ich glaube, es war so eine Vorahnung. In meinem Kopf. Ja. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Ich muss noch eins machen. Eins in den Optionen. Ja, ich weiß, wir nehmen immer was in den Optionen. Aber manchmal muss das sein. Und zwar möchte ich... runter sollte auf 5 sein. Das passt mir dann besser mit WASD. So. Ich habe eh schon alles weggeräumt. Jetzt gucken wir uns die Post eben an. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Nein, das kann nicht wahr sein. Das glaube ich einfach nicht. Okay, hier, Kühlschrank. Ess mal was. Ziemlich leer. Studentenkühlschrank halt oder so. Na gut, trink mal Milch, die ist bestimmt schon abgelaufen.
Lecker, Pelz. Okay. Scheint doch gut zu sein. Na gut. Was haben wir hier noch? Machen wir den Schrank auf. Viel Dosenfraß. Okay. Noch weiter. Was haben wir hier? Ach, das sind Bonuskarten. Ich weiß nicht, was die bringen, wenn man alle hat, aber irgendwas bringen sie. Na gut. Was sollen wir denn hier noch machen? Dann gehen wir wohl, ne? Mal eben durchs Schlüsselloch schauen. Scheint niemand da zu sein. So. Abgeschlossen. Wo kann ich gestern Abend den Wohnungsschlüssel bloß hingelegt haben? Siehst du, wo kann der scheiß Wohnungsschlüssel nur sein? Hör mal den Anrufbeantworter ab. Gestern um 19.30 Uhr. So spät? Was rufen die so spät an? Hier ist Tiffany. Hey. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen, um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Natürlich mache ich das. Okay, ich habe gerade erfahren, dass Bonuskarten spezielle Level bringen. Ach scheiße, habe ich nochmal abgehört. Hallo, hier ist Tiffany. Fuck, okay. Ich würde gerne mal die Glotze an. Nach der Arbeit noch vorbeikommen. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Das ist ja wirklich da. Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Ja, das steht doch auf. Du musst schon aufmachen hier. Hören Sie. Ich bin von der New Yorker Polizei. Ja, das hast du schon gesagt. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Ich guck erstmal. Boah, du Hackfresse, ey, okay. Na gut, mach ich dir mal eben auf. Ich weiß gar nicht, wo der Schlüssel ist. Einen Moment, ich such den Schlüssel. Wo ist denn der Schlüssel? Der ist bestimmt dort auf dem Tresen oder so. Wenn Sie jetzt nicht endlich die Tür öffnen, bin ich gezwungen, Sie einzutreten. Ach, du trittst hier mal gar nichts ein. Sonst trete ich dich gleich ein. Mein Gott. Hier, ich mache ja schon auf. Mein Gott. Was will der denn von mir? Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand unter der Dusche. Sind Sie Lucas Kane? Ja. Nein, bin ich nicht. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Das war ich. Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Mhm. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Mach das. Nein, komm rein. Ja, dann tun Sie's. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Bist du taub oder was? Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Hm. Da die Bierflaschen auf dem Tisch, sieht alles super aus. Nicht ins Bad. Ja, scheint alles gut zu sein. Ja, und? Alles perfekt, ich habe alles aufgeräumt. Ah, siehst du? Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Verpiss dich, Bulle. Jawohl. So, dem haben wir es gezeigt. Ah, siehste, sind wir immer noch angespannt, aber es geht uns immer besser. Okay.